ihr lustigen Knusperschnecken. Und willkommen, wie versprochen, bei Maurice Brocco 400. Was ich heute mitfahre, ich bin dezent aufgeregt. Wir haben hier vorne gezeltet. Da hole ich jetzt noch ein bisschen Kram. Der Rest steht da hinten schon. Das ist echt eine Riesenmenge von Leuten. Ich glaube, wir sind um die 70 Starter, die das fahren. Los geht's in einer bummeligen Viertelstunde. Und dann, ja, 433 Kilometer werden gefahren. Also zumindest das ist die Strecke, die ich fahre mit Brocken und dem Kiffhäuser oder so heißt der Berg hoch. Dafür gibt es anscheinend einen Patch. Genau deswegen mache ich das. Ja, jetzt hole ich mir noch was aus dem Zelt, trinke noch ein bisschen Wasser und wir sehen uns dann gleich beim Start wieder. Also bis gleich. Aufgeregt, sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt. Ist dein Zittern jetzt mittlerweile mehr geworden? Ja, es ist auf jeden Fall mehr geworden. Kriegt man das eingefangen? Ich komme das Bier gerade, ich schüttel die ganze Kohlensäure daraus. Ist auch gut. Vielleicht kann das ja mal jemand reinschreiben, ob das clever ist, ein Bier kurz vorm Start zu trinken. Prost! Yeah. Auf eine lange Strecke. So, wir gehen vorne zum Tor. Da ist denn jetzt der Start. Wir haben schon ein paar Minuten nach 12. Das heißt, wir starten mit leichter Zeitverzögerung, wie man sieht. Es sind echt ganz schön viele Starter. Meine Nervosität wird immer nur größer. Aber ich glaube, wenn wir rollen, ist das okay. Aber jetzt erstmal noch da vorne und dann huschen wir gleich los. Jetzt, ich glaube, noch so 5 oder 10 Kilometer gesammelt in der Gruppe aus Leipzig raus. Und dann heißt es Feuer frei. Ja, jetzt, wo ich auf dem Rad sitze, ist es deutlich angenehmer geworden. Hinter mir sieht man, glaube ich, einige Leute. Vor mir genauso. Wie gesagt, ein riesen Starterfeld. Ja, und dann jetzt erstmal gucken, irgendwie eine nette Gruppe finden und da hoffentlich irgendwie mithalten können. Also, bis später. Ich habe dann die Gruppe gerade in Bad Kösen ziehen lassen müssen, nach dem dritten kleinen Anstieg. Da war Schluss für mich. So, bis jetzt war das echt abartig schnell. Wir haben 61 Kilometer. Oh, Jana hat jetzt schon ungefähr einen Kilometer mehr als ich. Mit einem 37,9er Schnitt. Also hier wurde ganz schön gehackt. Das war aber zu viel für mich an den Bergen. Aber ich glaube, ist ganz gut, die erste Gruppe ziehen zu lassen. Ich bummel jetzt erstmal ein bisschen. Guck, dass ich zu Checkpoint 1 durchkomme, warte da dann auf eine Gruppe, vielleicht hole mich auf welche ein und dann schauen wir mal, wie ich weiterkomme. Aber jetzt, ja, erst noch die nächsten 40 Kilometer bis zum ersten Checkpoint machen. Also, bis gleich! Hui, das Schild da hinter mir sieht man vielleicht noch. Sagt 2 Kilometer bis Weimar, da ist der erste Checkpoint. Bisher halte ich einen 34er Schnitt. Es geht aber nicht mehr lange gut. Ich merke schon, hier an den Bergen kriege ich echt ganz schön zu kämpfen mit mir selbst. Meine Wasserflaschen da unten, jeweils halten den Liter, sind beide leer. Ja, jetzt erstmal irgendwie da ankommen. Aber muss ich dringend was trinken. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heiß wird, dass ich 2 Liter Wasser auf 100 Kilometer wegblase. Oh Mann, oh Mann. Und der Meinung waren, ja ey, aber jetzt bei der nächsten Etappe müssen wir schon ein bisschen langsamer machen. Ein bisschen langsamer, die waren richtig fertig. Kommen die hier gerade an mit einer besseren Laune. Guten Tag. Ja. War schön, dich zu sehen. Ja, ebenso. Alles gut bei euch? Hi. Gruppe 1 ist viel zu schnell. Als ich die bei Kilometer 60 verlassen habe, hatten wir einen 39er Schnitt. Das ist die hacken wie bescheuert. Und ja, nach ein bisschen Gesuche habe ich es dann gefunden und Brrr. So, das war Checkpoint 1
ordentlich was gegessen, noch was eingepackt. Laura filmt da jetzt auch noch ein bisschen. Die hat es geschafft, einen Platz im Begleitfahrzeug zu bekommen. Und ja, ich husche jetzt erstmal weiter. Ich glaube, zum nächsten Checkpoint sind 62 Kilometer. Also jetzt erstmal huschen. Oh Mann, noch ungefähr 10 Kilometer bis zum nächsten Checkpoint. Da ganz, ganz, ganz vorne fahren zwei Jungs, die haben mich im letzten Ort aufgegabelt. Da habe ich mich mal für, ja, wie lange habe ich es geschafft? 5 Kilometer hinten reingehangen. Dann war auch der Motor aus bei mir. Da ich seit Kilometer 60 alleine fahre, macht sich das langsam echt bemerkbar. Die Zeitvorauflieger hier, die ich gerade fahre, sind halt wirklich bequem. Aber diese Distanz liegt mir nicht im Renntempo. Bis jetzt habe ich immer noch einen konstant 32er Schnitt. Das liegt aber, glaube ich, nur daran, dass ich vorher am Anfang die 60 Kilometer mit den Jungs geballert bin, wie bescheuert. Aber vorne an der Tankstelle hole ich mir jetzt mal eine Cola oder so. Setze mich mal kurz hin. Ja, und dann muss ich gucken, dass ich da irgendwo diesen Berg hochkomme. Denn da oben ist der nächste Checkpoint von Chimpanzi. So, da habe ich jetzt eine nach der anderen Gruppe überholt. Werde ich jetzt mal meine Vita-Cola leer trinken und dann losfahren. Übrigens, Vita-Cola, euer Logo könnte hier drauf sein. Ha? Ich bin käuflich, wenn ihr Bock habt. Hey, na? Na? Die Venga Boys in Dauerschleife haben mich gerettet. In den Bergen. Boah, wir haben ja keine Berge. Die höchste Erhebung ist 50 Meter? Nee, 90 ist der Teufelsberg. Das ist aber nicht mehr der höchste Punkt. Arkenberge ist jetzt der höchste. Dieser Müllberg hinten in Pankow. Ach, das Ding. Echt, das ist höher? Das ist höher, ja. Die Ostberliner den Titel gestohlen. Oh, jawohl. Hey. Ja, Bananen sind halt wirklich das niedrigste Lebensmittel aller Zeiten. Also ich verstehe nicht, wie das Leute mögen. Ich meine, guck dir das mal an. Was ist das für eine Form? Ja, du lachst. Leicht fallisch? Könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Willst du mal sehen, wie weit ich die reinkriege? Vom zweiten Checkpoint bin ich jetzt wieder gute 20 Kilometer entfernt, hab damit nur noch 30 bis zum nächsten Checkpoint und muss sagen, jetzt bin ich auf einmal doch ganz gut unterwegs, obwohl ich eben am Berg oder oben auf dem Kiffhäuser mega, mega fertig war. Ja, aber jetzt geht's wieder und landschaftlich da hinter der Autobahn und da, das ist wirklich... Da ist mir das in den Hals geflogen. Ja, es ist wirklich alles super, super schön hier. Und jetzt versuche ich noch möglichst zügig zum nächsten Checkpoint zu kommen, dass ich es vielleicht noch irgendwie schaffe, im hellen Brocken hochzufahren. Denn das steht mir auch noch bevor. Also, los geht's. Komm, ich streite jetzt nicht vor der Kamera. Das ist schon echt sau schön hier, ne? Mhm. Ciao. Ciao.
Und ich habe auch noch mal mehr mit, was ich anziehen kann für den schlimmsten Fall. Aber öffnen wir fahren, dann schauen wir mal. Erstmal. Alles klar. Ja, dann, schöne Fahrt euch. Danke. Ja, bis später, schöne. Bis später. Ciao, ciao. So, ich gehe mal ein bisschen ins Licht. Ich hoffe, man sieht mich. Wir sind jetzt am Scheidepunkt angekommen. Jetzt muss man sich entscheiden, ob man Brocken fährt oder nicht. Ich habe mich definitiv dafür entschieden. Ich mache das jetzt auf jeden Fall. Das sind 10 Kilometer, glaube ich, hoch, 10 wieder runter und dann 50 oder 60 bis zum nächsten Checkpoint nach Ilsenburg. Und von da aus sind es dann 120, erstmal ohne Checkpoint, ohne alles weiter. Ja, Brockenattacke. Ich glaube, ihr werdet eh nichts sehen. Die GoPro habe ich zwar da dran, Akku auch gewechselt, aber... Ihr werdet, glaube ich, nicht viel davon sehen. Oben melde ich mich dann nochmal und jetzt erstmal da hochhuschen. Also bis gleich. So, ihr lustigen Knusperschnecken. Wie man an meinem Gesicht sieht, ich bin ganz schön fertig. Wir sind in Ilsenburg oder Ilsenburg, keine Ahnung, wie es heißt. Es sind noch 177 zurück bis nach Leipzig und 130 bis nach Halle an der Saale. Ja, mal gucken, ob wir das irgendwie gemeistert kriegen. Ich bin echt ganz schön platt. Aber naja, jetzt geht's erstmal weiter. Noch irgendwie so 20 Kilometer bis zum nächsten Checkpoint. Das ist dann noch der letzte. Und dann geht es nur noch ins Ziel. Ja, wie man sieht, haben wir allerdings einen richtig beschissenen Weg hier erwischt. Alles voll mit Kopfsteinpflaster. Und ich sage euch, ich bin so fertig. Wir waren eben an der Tankstelle. Ich werde fast eingepennt stehen. Ich bin so fertig. Ich will nur noch ins Zelt pennen und nach Hause. Und natürlich diesen Aufnäher haben, für den ich mir diesen ganzen Mist hier antue. Aber Spaß macht es irgendwie trotzdem. Ja, da hinten kommt der Rest. Die beiden Jungs waschen vor. Das mache ich jetzt auch mal. Oh. Hallo. Hallo. Alles gut? Oh, geht so. Und bei euch? Ach, die Feinmotorik ist auf der Strecke. Wie viel sind das noch Fahrt ungefähr? Wie jetzt noch? Nach Leipzig. 40, ja. Also, Nummer. Ihr seht noch sehr gut aus. Ja, ihr seht echt noch gut aus. Ja. Bist aber fühlst du dich fit? Ja. Ja, Alter. Ja. Ich mach heute einen 600er. Wir sind auf Tape, ne? Ich mach jedes Wochenende. Ja, ne? Mit dem Auto. Über 500 gefahren. Ich bin auch schon über 500 gefahren dieses Jahr. Stopp! Wir setzen uns noch mal zu euch und trinken 8 Bier. Tschüss. Schöne Fahrt! Wir schaffen das! Tschüss! Du hast damit um durstige Armlinge liegen lassen. Ne? Ich hab Flöhe, komm. Wir ein Bier trinken, oder? Natürlich, das Ding ist der einzige Grund, warum wir hier mitfahren sind. Wir haben Ende Bier trinken können. Irgendwie ist doch geklemmt. Ich weiß doch, dass ich das ganz einfach glücklich machen kann. Ja, raus aus der Tankstadt. Los geht's!
auf jeden Fall. Los hier! Na schön, na schön, ha? Gute Fahrbahn. Alles war eine schöne Runde. Auch eine kleine schöne Runde. Eine kleine schöne Runde. Eine kleine schöne Runde. Eine kleine Runde. Ah, es tut lieber im Flex. Was eine scheißgeile Nummer. Was ist denn da oben? Ich musste ganz kurz mal was gucken. Wie war es denn noch? Es war so schön. Gerade das letzte Stück war das Schönste, finde ich. Ja. Schön. Ja. 170 Kilometer, das war einfach das Beste, Alter, mit euch zu fahren, wirklich. Das war nur Genuss, also eine reine Genuss. 120 Kilometer, kein Checkpoint, was Besseres gibt es kaum. Alter. Schön geführt, oder? Das war geil. In die Euch gleich gucken. War schön. Ich bin stolz auf euch. War schön mit euch. Eine kleine Runde. Eine kleine Feierabendrunde haben wir gedreht. So weit würde ich gerade noch nicht gehen. Am Brocken hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt einen Pfeffi und ein Bier trinke, Alter. Da hab ich ja gedacht, oben. Ich krieg gleich, ob ich das. Ach, das wärmen. So ein Pfeffi reinstellen. So, ihr lustigen Knusperschnecken. Wie ihr seht, alle weg, alle zu Hause. Ich habe 2 Stunden im Zelt genappt. Das war dringend nötig. Ich bin echt im Sack. Mir tun die Knie ganz schön weh. Meine Hände sind ein bisschen taub. Ja, und jetzt huschen wir zum Bahnhof. Und da springen wir dann in den Bus und fahren zu Hause zurück nach Berlin. Ja, der übliche Mist, wo euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben lassen, Link zu allen Sachen in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ihr lustigen Knusperschnecken. Ciao.